Hallo, meine Spitzhacke schwingenden Schätzlefinder und herzlich willkommen zurück zu weiteren löschig-flöschigen Grünchen hier bei 7 Days to Die. Wir hatten ja gesagt, wir wollten nochmal eine Aufgabe machen, nochmal weiter die 3er Missionen halt durchspielen, damit wir endlich auf die 4er kommen und dann vielleicht auch hoffen, dass wir ein besseres Gefährt mit der nächsten Mission bekommen. So, wir haben... Warum kriegen wir so viele Befallene beseitigen? The Helen's Residence. Okay, wieder eine Residenz. Und hier haben wir Scarecrow Field. Na, lass uns mal die Helen's Residenz machen. Die kenne ich jetzt zum Bleistift noch gar nicht, glaube ich. Zumindest nicht unter dem Namen. Und wir haben jetzt auch nicht mehr, ich sag mal, arg viel Zeit, ne? Also ein bisschen Zeit ist jetzt auch schon rum. Warte mal, was haben wir jetzt eigentlich hier noch drauf? Ach, guck mal. Die Bunkerknacker-Mod, die würde ich jetzt gerne dann schon hier einbinden. Die würde ich jetzt schon hier gerne einbinden. Jetzt hatte ich mir überlegt, habe ich nicht irgendwo noch so ein... Ne, ich glaube, ich habe nur den dort drin und dort drin. Ne? Ich glaube, den müsste ich eigentlich in so einem reinmachen, wegen dem Ausdauerverbrauch. Am besten sollen wir nochmal so einen ergonomischen Griffgedöns finden. Okay. Na dann, kommen Sie rein, mein Freund. Können Sie rausgucken. Okay. Da war nur jener eine welche. Und den haben wir jetzt auch beseitigt. So, dann würde ich sagen, wir huschen gleich nochmal rüber. Ach, da ist noch einer. Okay, das Zombie-Geräusch ist aber neu. Das kannte ich jetzt noch gar nicht. Also dieses Standard-Zombie-Geräusch, das habe ich jetzt bis jetzt auch so noch nicht gehört. Jetzt bin ich gespannt, was uns jetzt in der Quest-Gegend so ein bisschen erwartet. Ist immer interessant, wenn du halt die Gebäude auch noch nicht könntest. Oh, guck mal, da hatten wir schon ein bisschen was gesehen vom Inneneinleben. Und genau, wir haben mal gespannt, was uns da so erwartet. Ja gut, ich sehe schon, wo du hin willst. Okay, es ist eigentlich schon eine ganze Menge gleich schon wieder los. Finde ich interessant. Lockst du ein, hast du gleich 1000 Zombies. Holla, die Leute. Der verkraftet aber auch mehr, ne? Also hast du wirklich Unterschied. Na gut, na klar, der hat ja in dem Sinne hat der einen Helm auf. Wodurch der wesentlich mehr verkraftet. Wollen wir sie noch treffen? Boah, da kommt noch einer, der kann ja nicht wahr sein. Das ist ja eine schiere Anzahl hier. Es ist ja. So, dann gucken wir mal jetzt wegen dem Gebiet, ob wir da jetzt finden, was das jetzt wird. Oh, guck mal, das ist bei uns in der Nähe, wa? Kann das sein? Gut, ich sag mal, was interessant ist, dass bei uns direkt um der Ecke ist. Da könnte man ja sozusagen, hey, hätten wir jetzt Loot mitnehmen können. Gut, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, zu 100 Pro, wo das ist, sondern du hast ja dann so eine 3 befallenen Nester gehabt und du hattest dann nur noch den, die Abholquest. Aber ich finde die Killquest finde ich immer ganz interessant, weil da siehst du nämlich, wo die Zombies herumlaufen in der Regel. Das lohnt sich dann doch schon mal ein bisschen mehr. Was ist das hier eigentlich für ein Gebäude? Ja, okay. Ich muss mal wieder mitnehmen. Ich muss ja dann nochmal neue Pfeile machen und alles. Und die Befallenen beseitigen. Jetzt auf Stufe 3 habe ich schon ein bisschen Angst, weil der Zweier war ja schon... Der Zweier war ja schon übel. Okay, das ist jetzt zum Bleistift ganz schön süß gemacht mit dem Pool da drin, ne? Erinnert mich so ein bisschen an eigene Vororte hier in Deutschland, so, ne? Wenn die da ihre Pools aufbauen, etc. pp. Einfach so ein kleiner Rundpool, nichts Riesiges. Da war ja klar, dass da was rauskommt. Natürlich fangen die jetzt hier dann gleich alle an rumzuspielen. Aber da ist doch die Hundehütte. Warum kommt denn der da raus? Au, jetzt hat der mich getroffen und ich habe volle Kanne daneben geballert. Okay, das wird bestimmt ein interessantes Ding werden. Das Problem ist, was wir gleich haben werden, dass der gleich schon wieder rauskommen wird. Der wird gleich wieder rauskommen. Das könnte übel werden. So, warte mal, habe ich noch was zu futtern dabei? Ja, futtern hätte ich noch dabei. Da können wir uns nämlich aufhängen. Dann trinken wir nochmal gleich ein bisschen was. Und unser Geld packen wir da schon mal rein. So, was können... Ach, ich dachte gerade, der ist hinter mir.
Da bist du. Na, da komm mal hoch. Komm mal hoch. Ich bin hier oben. Voll daneben. Eigentlich voll drauf, aber im Endeffekt voll daneben. So, haben wir das jetzt endlich? Ich muss sagen, sobald du fängst einfach mal an, da, und dann geht's direkt komplett los hier. Alles spawnt, alles kommt. Ich sehe dann zwar nicht den Kopf, aber wenigstens den Hintern erwischen wir. Aber haben wir gleich mit dem Bügel weggemacht und nicht mit der AK, wodurch wir dann gleich wieder die gesamte Nachbarschaft wecken. Dass wir auch gleich am Anfang den dahin ballern müssen, ne? Wo ist jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt? Sehr gut. Ich sage jetzt schon wirklich interessantes Gebäude aus. Aber du hast vom Dachgeschoss fast bis in den Keller wieder natürlich zu tun. Na gut, es hat drei Gebäude, ne? Und später kommst du ja dann noch zu den Vierergebäuden. Guck mal. So, Moment mal kurz, gleich wieder da. Okay, weiter geht's. So, ersten haben wir schon mal erledigt. Okay. Weil da können wir, die Beta sind auch immer gemein, ne? Weil die können ja dann noch in der Ecke sein. Weil ich eigentlich meine, die Drische hier dabei? Ne, die Drische habe ich unten im Fahrrad gelassen, oder? Ah, sollte ich glaube nochmal holen. Sollte ich. Oh, okay. Da geht's dann weiter, ja. Gut, warte mal, ich hole mir mal meine Dietriche schon gleich, weil sonst müsste ich wieder vorrennen zurück. Sieht so gut aus, besonders bei den Temperaturen heute, ey. Oh. Bei den Temperaturen, die wir heute auch wieder haben, heute werden es ja irgendwie 35 Grad, könnte man so einen ja auch in seinem eigenen Vorgarten Hüte brauchen. Aber wir werden jetzt auch. Machen wir jetzt mal die Aufnahme hier zu Ende und dann machen wir uns auch gleich schon wieder hobbelos und werden erstmal schön in ins Schwimmbad fahren. Ja, bloß, dass du da nicht drin stehst. Steht da echt keiner drin, ne? Okay, habe ich jetzt anders erwartet. Aber haben wir nicht das Buch, dass unsere Pfeile weniger bersten? Das ist immer prädestiniert dafür, dass du hier irgendwo einen Geier findest, oder? Okay, geht nicht. Ich hätte geglaubt, ich kann da jetzt einfach mal raufstellen und kann einfach mal reinschummeln. Okay, kein Geier. Seltenes Ding, dass da kein Geier drin ist. Oh, da unten ist aber auch nochmal was. Das auf jeden Fall mitnehmen. Holz ist immer, also Holz ist und bleibt ein dadurch haben wir jetzt zwar den geweckt, den können wir jetzt aber hier schön rausloten. Upsi! Da runterfallen solltest du eigentlich nicht. Ich brauche die Pfeile. Wieso bin ich da? Au! Deswegen! Gar nicht gesehen, dass da stark. Ist aber witzig. Von oben drauf kennst du es nicht. Aber kennt ihr das? Das gibt doch so eine Videos, wo Menschen den Sachen gefährlichen Sachen ganz knapp entkommen sind, weil sie die Teile auch dann teilweise gar nicht gesehen haben. Also wie jetzt zum Beispiel sowas, wenn du von oben oder sowas guckst. Das Glasfront zum Beispiel, wenn du von oben runterspringen würdest, wamm, wärst du ja halbiert. Du siehst es ja aber nur halt nicht von da, von der Position aus, wo du bist. Die Gefahr wird trotzdem bestimmt. Ich hab's gehört. Ja auch, oder? Irgendwo rennt ein Somp rum. Und du weißt, dass es nicht hier drin ist, weil dann würden wir das nämlich sehen. Sag mal, das ist doch in der Garage dann drin, war. Oh. Problem ist halt, wenn die jetzt wieder hier unten herumlaufen, ist das Problem, dass die mir dann irgendwann hier ins Gebäude reinkommen. Weil der ballert schon irgendwo gegen. Okay, pass auf, wir suchen erstmal jetzt den Sombo, damit er mir jetzt nicht hier schon wieder alles weg in der Nachbarschaft.
Finde ich auch genial. Eigentlich ist das wilde Gespür ja deswegen so cool, weil der ja, weil der ja sozusagen dann dadurch noch mehr anlockt. Der eine lockt den nächsten und so weiter. So. Ich liebe den Bogen einfach. Der Bogen hat schon... Den vergesse ich 100 Pro, also können wir hier gleich schon reingucken. Messer, sehr gut. 30 Bücher noch? Dann haben wir den Messer, da kriegen wir... Also wir sind aber bald bei der Machete. Die Machete, da freue ich mich auch schon drauf. Ist ja einfach mal schön, weil du halt wesentlich mehr... du hast, glaube ich, eine größere Reichweite einfach mit der Machete. Finde ich wesentlich angenehmer als das Messer dann. Aber das Messer finde ich halt so extrem gut, weil du einfach schnell bist. Du bist wirklich verdammt schnell. Ja, ja, wir laufen schon. Okay, jetzt machen wir wieder ein bisschen langsam. Du kannst ja auch im langsamen Dings jetzt schnell sein und kannst dann dadurch trotz dem mehr Dings fertig machen. So. Okay. Nee, Dings ist noch nicht. Offene Gebäude ist immer ätzend. Krachen wir doch gleich irgendwo runter, oder? Oder irgendwas kracht hier runter. Shit, Nikowski. Habe ich mich jetzt verjagt? Oh, nur der. Ich hasse den. Wie die Pest. Weil der hält so viel aus. Nein, 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 nein. Na gut. Ist trotzdem verstorben. Wo ist denn der jetzt rausgekommen? Toll, vom Dachboden. Okay, hier ist nichts. Da kamen wir ja her. Ach, guck mal, einer schau. Da kommt jetzt aber noch einer raus. Von welcher Seite dann? Ja, gut. Oh. Das Zimmer sieht auch gleich wieder... Weil ich habe erstmal ein ganz kleines Zimmer erwartet und das Zimmer aber wieder riesig. Hey, warum habe ich denn so viele Lichter jetzt? Hier geht's lang, da geht's lang, dort geht's lang. Hilfe. Okay, da ist aber keiner drin. Oh, jetzt zeigt nach unten, aber ich habe auch noch einen Weg nach oben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben, weil nach unten gibt es zwei. Also wir haben ja den Erdgeschoss und den Kellerbereich. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hoch. Und weißt du, was du immer machen solltest? Ich sehe es nämlich gerade. Hau mal 50 Blöcke durch. Damit wir wieder ein paar mehr Blöcke haben. Wir haben schon einige verschwendet. Hä? Okay. Guck mal, der hier sieht doch nach einem... Ne, okay, ich dachte, das ist jetzt so ein... Doch, das ist so einer. Fällst dann hier runter und blub, bist du dann da. Ah, hier, der war... Lol, das war einfach schon offen von vornherein. Hier, das nehmen wir mal gleich mit, weil das stackt ja schon auf. Hier haben wir nämlich nochmal Eier drin, ne? Okay, gut. Also müssen wir doch komplett nach unten gehen. Komplett nach unten. Problem ist, du siehst wieder mal nicht, wo irgendwas... Oh doch. So, den haben wir. Jetzt kommt da noch einer raus. Solange der nicht rennt, ist nochmal alles gut. Liebe den Bogen. Kladderadatsch. Ich weiß, eigentlich wurde ich nicht mehr so heftig besonnen vorgehen, aber ich muss sagen, ich mag das, die Gebäude, insbesondere die ersten Gebäude, kannte ich ja noch. Ich sag mal, ab Gebäudestufe 4 wird es ja schon ein bisschen heftiger. Aber da kannst du gar nicht mehr so besonnen vorgehen. Ist auch cool gemacht mit dem Ding hier vor. Wo ich finde, die könnten den noch ein bisschen erweitern und die Verkleidung oder hier nochmal so ransetzen oder irgendwie sowas, hätte noch ein bisschen cooler ausgeschaut. Den machen wir mal weg. Und hier ist doch direkt 100 pro einer direkt ums Eck. Okay, doch nicht. Oh.
viele Schüsse brauche ich denn, um eigentlich den da wegzumachen? Komm mal. Zu viele. Viel zu viele. Gut, das ist keiner. Ist doch 100 pro einer drinne. Okay, nein, da war er. Der kam woanders her. So was. Was denn jetzt? Dann machen wir das eben so. Auch kein Problem. Krass, oh, guck mal, ohne Helmlicht-Mod ist einfach stockduster draußen. Ich mach einfach weg. Guck mal, da ist doch 100. Ne, warte mal. Da ist er nicht drin, weil das ist nämlich ein Dings. Genau, das war nämlich ein Dings. Hab ich gesehen. Oh, war ja. Ich hab sogar die Kapuze mit abgeschnitten. Ey, konntest du jetzt auch einfach nichts weiter machen, ne? Hä? Okay, wenn die nicht da sind, dann sitzen sie oben. Warte mal, ist das nicht ein... Warte mal, kann ich die nicht da reinsetzen? Warte mal, da war da was. Ach, nur da, wa? Uah. Würde den nämlich gern von vorne rein. Yes. Trotzdem gezuppelt habe ich dann noch beide weggekriegt. Aber schön, wie ich mich erstmal auf das hier konzentriere und die stehen dann halt oben. Nee, den lasse ich auch mal noch verschlossen. Den lasse ich auch noch mal verschlossen. Guck mal, das ist auch krass. Hier, die Bücher nehmen wir gleich mit, weil die vergesse ich 100 pro. Da kenne ich mich. Ich nehme jetzt immer nur die Sachen gleich schon mit, wo ich weiß, dass ich sie vergessen würde. Wie das hier, das ist klar, weil ich hier dann nachher durchlaufe und ich gucke da nicht mehr nach oben. Sturmgewehre und Klinge. Oh, Sturmgewehre sind verkaufbar bei 16. Ah ja, gut, stimmt auch wieder. Mit Maschinengewehren, du hast ja jetzt den AK, danach kommt ja erstmal das Taktische. Ich will überlegen später, ob ich beide Waffen dann habe. Also ich habe einmal eine AK, einmal eine Taktische. Einfach fürs Nachladen dann. Weißt du, was ich meine? Dann werde ich auch nur auf eine Munitionsart mich dann sozusagen verständigen. Finde ich, lohnt sich dann schon eher. Also warte mal, aber was war denn eigentlich, wenn ich jetzt hier rausgehe? Wo komme ich denn da hin? Ach so, ich könnte auch noch hier drüber einsteigen. Ach so. Ah, okay, gut. So, die nehmen wir mal gleich mit, weil die liefern richtig gut Holz. Und die gucke ich jetzt rein, dann brauche ich hier nämlich nicht mehr raus. Was haben wir hier Feines? Weiß nicht. Nimm erstmal mit. So, warte mal, aber das kannst du erstmal rausschmeißen. So, jetzt geht's in den Keller. Da ist jetzt auch nochmal der Hauptraum. Waffe ist geladen. Gut. Ja, direkt drumherum. Das ist natürlich auch schön mies. Nee. Okay, da ist 100 pro einer drin. Den kann ich leider nur ins Wämsle schießen. Okay, wenn nur der eine bleibt, wird das noch was. Immer schön ins Gesicht hinein, so ist fein, lalala, die da da da. Warte mal. Nur weil nur der einer ge... Das Problem ist immer, dass trotzdem noch... Ah ja, wisst ihr hier. Oh, oh. Das ist ein großer Raum, wa? Kann ich den... Ich habe jetzt aber auch nichts weiter gehört. Hä? Lol. Guck mal, die Weinfässer sind auch wieder da. Irgendwo habe ich da jetzt einen. Ha! Wo
Wüsste ich doch, irgendwo kommt da bestimmt einer dann raus. Lol. Weinfässer sind gesichert. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken. Also musst du die einmal zerstören? Okay, du kannst die wieder looten. War ja eine Weile, wo du sie nicht mehr looten konntest, ne? Und jetzt sind sie wieder lootbar. Okay, finde ich cool. Oh, hier wird eine Masse drin sein. Hier nicht, da nicht. Guck mal, hier ist nämlich der Lootraum. Und hier sind 100 pro auch einige drinnen, ne? Guck mal hier, ne, da ist alles nur Loot, 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 Loot. Okay. Was müssen wir machen? Wo kamen die denn jetzt her? Dahinter oder was? One hit down. Wir werden auch heute nur wirklich diese Runde halt einmal durchspielen. Okay, das ist übel. Hallo? Oh, das ist so eine Wand, ja? Nee, okay, die geht da schon mal so hin. So, Moment mal kurz, gleich wieder da. So, weiter geht's. Da sind zwei drin, habe ich schon gesehen. Und da kommen gleich noch mehr als zwei drin. Das war jetzt knapp. Oh, das waren noch nicht alle? Okay, das finde ich heftig. Aber den haben wir ja schon von vornherein rausgenommen. Aber ich habe ja schon gedacht, dass wenn das Ding das ist, dass das einer von denen sein wird. So, warte mal, da sollen noch welche drinnen sein? Wo ist denn da noch einer drinnen? Ah, seh dich. Sehr gut. Ich fand, war eine interessante, lockere Runde. Jetzt war es nicht zu heftig. Die Gegend war schon ganz okay. Hat ja jetzt, ich sag mal, ich hab's mehr und schlimmer erwartet, als es jetzt war. Was aber auch gut ist. Weil, ne, bringt mir ja nicht viel, ne? Aber kannst du reparieren, wenn wir da Dings finden. Und Sprengstoff? Kochtopf, Landmine freigeschaltet. Schlimmer, glaube ich, sind ja, wenn du diese Infektionsdinger machst. Fahrzeug und Messer. Schade, beides nichts. Diese Infektionsdinger sollten wir uns vielleicht dann doch mal zur Gemüte führen. Ich glaube, da ist dann auch noch mal einiges, was da dann auf dich zukommt. Und das nicht ganz so ohne wird. So, oh, guck mal hier. Sturmgewehre. Der bringt mir ja gar nichts. Dann nehmen wir das noch mit. Genau, wir machen uns dann gleich, ich mache mich dann, wie gesagt, hier werden wir dann auch, glaube ich, auch, na, wobei wir fahren uns noch zum Händler, den Loot holen wir uns noch vom Händler. Wir werden jetzt also nicht zu viel von den Sachen hier, glaube ich, heraus looten, dass wir einfach hier schnell Feierabend heute machen. Ist eine kurze Folge, weil, wie gesagt, warmes Wetter, etc., da sollten wir auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall das eher nutzen, weil wir dann uns ein schönes Freibad rausgesucht haben, müssen aber ein Stück gefahren, weil wir jetzt nicht die großen Vollbeladenen gehen wollen. Und schade, dass der das nicht abspeichert zum Bleistift ab einem bestimmten Wert. Oh yeah, sehr gut. So, warte mal, was habe ich? Ich habe eine gefütterte. Ich bin eigentlich eher der Fan von den leisen Dingern. Aber, genau, das bringt mir jetzt gerade mehr. Erstmal, weil ich will die Dinger dann, guck mal, der hat aber auch nur 5, ne? Probieren kann ich jetzt auch gerade nicht. Da habe ich die Umklammerungsmod für Nahkampf und Werkzeuge verringert die Abnutzung um. So, hier können wir erstmal nochmal schönen Schatz. Der ist. Schatz begonnen. Wo liegst denn du? Oh, gar nicht so weit jetzt. Das ist gut. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Also jetzt machen wir hier ein schnelles Lütle-Ründle. Wir gehen mal ganz fix so ein bisschen durch, was wir mitnehmen, was wir nicht mitnehmen. Wir könnten jetzt hier auch raus, aber ich loot ja immer gerne rückwärts dran. Ich finde das ja immer total spannend. Rückwärts gehend dann sozusagen alles mitzunehmen. Wir haben auf jeden Fall oben noch ein Safe drin.
Und was ich gesehen habe, wir müssen wieder Dietriche, glaube ich, schon nachballern. Ne? Wir haben, na, wobei, wir haben noch 30. 30 ist noch hier. Und ein paar Buchdinger waren. Buchdinger waren noch oben. Heidelbeeren brauchen wir auch, weil die Heidelbeeren, die wirken nachher für den Smoothie. Ich glaube, der Smoothie ist insgesamt das Beste, was du so haben kannst. Oh, wir haben schon die 50. Wir haben die Hälfte jetzt erreicht. Messing ist das neue. Finde mehr Messing, das ist gut. Und Fertigkeiten für Samen gefunden. Ja, dann müssen wir auch mal gucken, dass wir da genügend von den Samen. Ja, ich Baumaterialien, etc., die hole ich mir jetzt nicht ab. Trinken, also Wasser auf jeden Fall. Alles ein Bier, ja, können wir verkaufen. Oh, hoppen mal. Das ist genial. Also die Verstecke dieser teilweise ja reinballern. Schön cool. Knüppel. Und weg. Knüppel, Knüppel, Knüppel brauchen wir nicht. Knüppel ist so, ist eine coole Spielweise. Du ist auch eigentlich, finde ich, eine schöne, leichte Spielweise. Aber ich muss sagen, ich mag das Messer, wie gesagt, ja, von der Handhabung her besser. Stoff und Zerlegen, freigeschaltete Qualität 3. Wir brauchen auf jeden Fall, dass wir die nächste Rüstung, genau, da oben brauchen wir jetzt nicht mehr, da waren wir schon drauf. Aber wir gehen einfach quer rein, hoch wieder dann und dann sind wir hier auch schon durch. Okay, aber hier hast du weniger Looträume als bei dem anderen. Wir sind schon bei 19 Minuten, ne? Passt ja genau. Dann kann ich die nächste Folge, können wir dann schön wieder am, machen wir dann so, dass ich die Nacht dann erstmal wieder ein bisschen herumbaue und alles dann bis zur nächsten Folge. Und wir uns dann sozusagen am Tag wiedersehen. Und ja, ich weiß, ich schulde euch, glaube ich, auch nochmal so eine Nachtmission. Aber bei den Nachtmissionen, ich habe da tierischen Respekt vor. Ich weiß, ist ja nur ein Spiel, etc., aber ist ja jeder so seine andere Spielweise, muss ich auch sagen. Also der eine spielt gerne totales Risiko, rennt da überall durch, etc., pp. Der andere, der macht peu à peu, langsam und so weiter. Und von daher, warte mal hier, den kannst du erstmal da reinpacken. Ich muss eh da nochmal ein bisschen hin und her wursteln. Das ist alles gebrauchbar, alles schon wirklich brauchbar hier, was ich mitnehme. Ich würde sagen, wir suchen jetzt noch nach Büchern und nach dem Safe, würde ich eher gehen, ne? Sind wir hier nicht? Meine Maus schon wieder. Ich muss echt mir auch da schon wieder eine neue holen. Da ist nichts drin. Hier ist. Oh. Da sehe ich doch was. Fauler Müll. Kann aber was Gutes drin sein. So, was haben wir. Sehr gut. So, jetzt heißt es aussortieren. Antibiotika ist wirklich wichtig. Aber weißt du was? Nee, das Maismehl kannst du da lassen. Der bringt mir nur bringt 62, nur ist gut. Jedes Geld, was wir finden, könnten wir behalten. Das wäre schon ganz wichtig. Ach komm, Kaffeebohnen. Ich bin ja eher für Mineralwasser. Ich muss sagen, das Mineralwasser ist so eine der besseren Optionen mittlerweile, dass du auch da beides vereinst zwischen nur Goldrutentee und den anderen Tee. So, Machete-Qualität Stufe 2 schon. 160. Oh. Oberschrot werde ich eher wenig herstellen. Schrot werde ich so nutzen, wie wir das finden. Kann ich da nicht irgendwie. Will da. Ach gut, dann nicht. Dann komme ich nicht ran. Grober Schrot, das ist jetzt so, was wir nicht so brauchen. Oh, hier ist jetzt auch nichts weiter. So, gehen wir noch schnell hoch. Hier war jetzt auch nicht mehr viel, ne? So. Was wir nehmen können, nehmen wir mit. Was wir nicht mehr mitnehmen können, nehmen wir halt nicht mit. Ich glaube, oben hatte ich auch alles rausgelootet, oder? Stoff. Ja gut, zur Not können wir Stoff wegpacken. Metall könnten wir jetzt eigentlich sogar mal farmen gehen. Weil wir jetzt ja das Metall da haben. Ja, hier kannst du dich mal. Sag mal, habe ich mich eigentlich schon wieder selber aufgeheilt? Ist das jetzt automatisch drin? Weil ich habe den Perk ja nicht gewählt. Dass man sich selber aufheilt. Ach genau, hier ist die Pessengas-Küste. Gut. Siehst du, deswegen manchmal sollte man den Loot dann doch schon mitnehmen, weil man dann denkt, da ist ja nichts, da brauchst du ja nichts, etc. pp. Und dann hast du hier nämlich schön. Weißt du was, komm, nehmen wir mal die Ölschiefer mit. Ölschiefer heißt, wir können. So. Ölschiefer heißt in dem Sinne, wir können den Sprit nämlich auch ein bisschen machen. Hast du hier noch einen Medizinschränkler. Und nur noch ein Löppchen. Was hast du hier? Läppchen, Läppchen. Also Läppchen, dass du da nur Läppchen herauskriegst, finde ich schon doof. War hier der Typ nicht drin? Ah ne, der war noch in einem anderen Ding drin, ne? Jetzt wird es langsam kritisch. Obwohl Dosenfutter, ich glaube, den brauchtest du später für einen ganz besonderen
Die ganz besonderen Skill-Ding brauchtest du, den Dosenfutter nachher. So. Oh, Vitamine. Ach komm, weißt du, die kannst du jetzt schon mal reindrücken, weil wir haben noch ein paar Vitamine zu Hause. So, jetzt sind wir auch gleich fertig. Gehen wir noch schnell die Quest ab. Guck mal, hier haben wir noch das. Da haben wir nochmal ein Bücherregal. Sehr schön. Fahrzeugfertigung. Oh, beinahe übersehen. Ganz schnell. Siehst du, manchmal hast du es dann so, du machst da viel zu schnell. Komm, nimm mal den mit. So, den noch auf, ab zum Händler und Feierabend. Okay, das ist schon mal gut. Und den habe ich jetzt eh nicht zum Reparieren gefunden, war. Das Geld nehmen wir mit. Geld ist immer gut. Kann man gut verkaufen. So, okay, gut. Dann abwärts Retour zum Händler und dann machen wir Feierabend. Ich will nur noch mal sehen, was wir da herausbekommen. Ist ja eh schon ziemlich spät, ne? 20:54, der macht doch bald zu. Sprich, dann fahren wir, mache ich zwischen den Folgen, fahre ich dann Richtung Heimat. Guck mal, ob ich euch dazu hole, ob ich da irgendwas Großes plane oder ich mache einfach nur ein paar Vorbereitungen. Denn wir sind auch schon an Tag 12, das ist Tag 13. Dann sollten wir uns vielleicht nochmal überlegen, ob wir ein bisschen Horde-Fallmäßig jetzt auch mal ein bisschen was bauen. Weil ich würde gerne wirklich in den See hinein die Horde-Falle reparieren. Das Problem, ich hatte mir erst überlegt, ein Gebäude zu nehmen. Das Problem beim Gebäude ist, ich müsste den gesamten Boden selber auskleiden, dass da kein anderer reinkommt. Weil ansonsten spawnen ja nach einer bestimmten Zahl die Zombies halt wieder in den Gebäuden. Du clearst sie, aber die Zombies spawnen ja immer wieder. Sprich, der Loot kommt nicht wieder, aber die Zombies kommen wieder. Obwohl ich das cooler finden würde, wenn die Zombies ausbleiben in den Gebäuden. Tod ist tot, fertig. Es sei denn nur, dass dann so Zombies als Horde irgendwie reinlaufen. Aber das, glaube ich, ist schwierig auch wieder zu handeln, das fertig und reinzubringen. Deswegen. Also, so, gucken wir noch, was wir rauskriegen. Und dann ist Feierabend für heute. Ich glaube, hier hatte ich jetzt auch nichts mehr weiter da gehabt. Außerhalb, wenn die da nochmal spawnen, okay, das kann ich verstehen. Aber innerhalb finde ich, das ist ein bisschen komisch. So, warte mal. Fahrrad. Oh, guck mal, hier habe noch ein paar Sachen, die... Das nehmen wir mit, das behalten wir, die behalten wir, gut, das brauchen wir auf jeden Fall und dann haben wir hier nämlich schon mal ein bisschen in mir sortiert. So, Trader Hugh. Ich habe jetzt gelesen, es gibt mittlerweile Verstecke, dass die Händler Verstecke haben. Ich weiß jetzt noch nicht, ob hier der Händler auch ein Versteck hat. Ich weiß, dass bei dem einen Joel, glaube ich, gibt es ein Versteck, habe ich gelesen. Ja, aber die Feueraxt. Eine eiserne Feueraxt. Dann können wir den nämlich erstmal wegpacken. Dann haben wir nämlich die Feueraxt und Dings. Jupp, wir nehmen die Feueraxt mit. So, darf ich mal dein Inventar sehen? Pass auf, das kriegst du. Das. Das behalten wir. Vielleicht können wir daraus irgendwann mal was bauen. So, da haben wir 19.000. Haben nochmal ein Level up. Und hast du irgendwas Besonderes dabei noch? Nee, ich glaube nicht. Okay, den Rest gucke ich mir dann mal zwischendurch an, ob ich mir hier noch was mitnehme. Ich glaube, das meiste haben wir schon mitgenommen. Die haben jetzt auch nichts mehr weiter, was wir noch gebrauchen können. Genau, hier hätten wir noch Magnum, den Vollstrecker, bla bla bla. Oh ja, mit 5% besser im Geschäft ist eigentlich schon gar nicht schlecht. Schauen wir mal. Wir haben ja noch bis morgen nur Zeit. Okay, pass auf. Dann nimm mal den mit, dann haben wir den und dann passt das. Dann fangen wir den weniger zu finden. Super. Dann sind wir für euch fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt mal was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht in der Nacht, vielleicht am nächsten Tag. Gucken, ob wir nochmal eine Quest machen. Wir sind nämlich kurz davor, glaube ich, die Quests alle zu erledigen. Ich glaube, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, noch eine Quest. Dann haben wir nämlich die nächste Handelsroute offen und vielleicht kriegen wir ja dann endlich Minibike oder das Motorrad. Wäre natürlich schön, ne? Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, nachdem ihr die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!